euch auf meinen Kanal Gillis Welt. Heute geht es um Magen-Darm-Infekt. Und zwar hat der Magen-Darm-Infekt mich jetzt auch erreicht. Ich wurde angesteckt durch meine Enkel und die haben die ganze Familie angesteckt. Ja, passiert. Was habe ich gemacht? Interessiert euch bestimmt. Ich habe Calmus-D benutzt. Und den habe ich mir einen Tee aufgebrüht, mit heißem Wasser aufgegossen, ein Esslöffel auf einen Becher, der ungefähr halben Liter ist. Je nachdem, wie bitter man das verkraftet, kann man das machen. Man kann das natürlich auch erst in kaltem Wasser aufsetzen und einweichen lassen und dann aufkochen, dann ist er richtig bitter. Aber ich würde sagen, das hat auch mit den Überbrühen geholfen. Hab den über den ganzen Tag getrunken und habe auch ab und an Zitrizital-Tropfen mit rein gemacht. Die sind aus Gräfruchtkernen gewonnen. Das ist wirklich ein natürliches Antibiotikum, was richtig einschlägt, was Viren, Bakterien und Pilze angreift und die positiven, man hat ja auch positive Bakterien im Körper, nicht angreift. Was mir sehr wichtig ist, nicht, dass man dann immer wieder das Immunsystem neu aufbauen muss, wie das jetzt bei Antibiotika der Fall ist und Antibiotika doch oft die Nebenwirkung hat, den Pilzen doch freien Geleit zu geben im Körper. Wie auch immer. Jedenfalls hat das super geholfen. Ein leichtes Mittel wäre auch noch getrocknete Heidelbeeren. Man kann die getrocknet sehr gut aufheben. Und ich habe auch immer welche da und man kann die nutzen, leicht dann zu kauen, also lange einspeicheln, weil man das dadurch besser aufnehmen kann und das hilft auch sehr gut gegen Durchfall. Diese Heidelbeeren kann man auch sehr gut Kindern geben. Die sind nicht so bitter wie der Tee und das Zitrizidal, aber wenn doch ein richtiger Virus vorhanden ist, dann würde ich schon versuchen, auch Kinder mal zu überreden, sich da durchzuringen und auch mal Bitteres zu sich zu nehmen. Es schadet auf alle Fälle in keinem Fall den Körper. Und das ist mir wichtig. Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr macht, wenn ihr Magen-Darm-Infekt habt und wie euch das so geholfen hat. Das wäre es erstmal für heute und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo, schön, dass ihr wieder bei mir seid. Was macht ihr gegen Magen?